Hallihallo und herzlich willkommen zu Shogun 2 Total War. Und ja, ich habe beschlossen, dieses schöne Spiel als mein erstes Projekt mit meinem neuen Kanal zu benutzen, denn es ist ein tolles Spiel, es macht mir Spaß und ich habe Lust, es zu let's playen. Warum machen wir es also dann nicht? Und ich starte eine neue Kampagne des normalen Hauptspiels und ich habe mir überlegt, welchen Clan kann ich nehmen. Nehme ich die Chozokabe, die Shimazu, die Hojo, die Mori, die Oda, die Date, Takeda, Tokugawa, Uesugi, Hattori, Ikueki. Und ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, dass ich einfach alle Fraktionen irgendwann mal spiele. Und jetzt mal anfange mit den Chozokabe, mit denen ich ewig nicht mehr gespielt habe, mit denen ich keine Ahnung habe, wie man nochmal spielt. Und ich werde das Ganze gleich nochmal im Spiel erläutern, falls ihr neu hier seid. Und ja, ne? Dann lesen wir nochmal die Fraktionsbeschreibung vor. Also die Chozokabe sind eine leichte Fraktion. Ich habe gedacht, zum Einstieg wählen wir mal eine leichte Fraktion. Es wird dann noch schwerer, mit den Takeda zum Beispiel. Sie haben reduzierte Rekrutierungs- und Unterhaltungskosten für Bogenschützeneinheiten, erhöhtes Einkommen von Bauernhöfen und, überlegene Bogeninfanterie. Also, sind schon ein ganz schön mieser Clan, wenn man weiß, mit Bogenschützen umzugehen. Und jetzt lese ich nochmal vor. Die Chozokabe können drei Dinge von sich behaupten. Als Meister des Bogens sind sie in der Lage, Bogenschützentruppen günstig zu rekrutieren und zu erhalten und ebenso Expertenbogenschützen zu rekrutieren. Darüber hinaus sind sie Meister des Landes und erhalten demzufolge zusätzliches Einkommen. Zu ihren Vorfahren gehört auch der chinesische Kaiser Qin Shi Huang. Ihr Anführer, Chozokabe Kunishika, ist gewiss kühn genug, um kaiserliches Blut in den Adern zu haben, sprang er doch einmal zur Mutprobe von einer Schlossmauer herunter. Nun ist er bereit, die Feinde seines Clanes anzugreifen, die Kono und Ichio. Ob er auch mutig genug ist, um Shogun zu werden? Das werden wir herausfinden. Und ich denke mal, wir machen eine kurze Kampagne, wird wahrscheinlich auch genügen. Einfach mal schnell nach Kyoto marschieren und fertig ist. Und starten wir nun das Spiel. Und ich werde die Vorschau, die jetzt gleich kommt, erstmal so laufen lassen und danach werde ich weiter kommentieren. Ich hoffe mal, das wird Anklang finden. Und sobald wir im Spiel sind, werde ich dann auch mal einiges erklären für euch. Damit keiner im Unwissenden bleibt. Ich hoffe nur, dass noch keiner abgeschaltet hat, weil er keine Ahnung von dem Spiel hat. Ach, das wäre schrecklich. Na Mensch, nun mach mal eine hier. Es kann doch wohl nicht so lange dauern. Mein PC ist heute wieder mal so langsam. Wenn ich jetzt anfange, diesen Text vorzulesen, wird die Vorschau losgehen. Wetten? Lange bestehende Handels... 1545. Dies ist Sengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Chozokabe haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Dies ist unser Land. Wir respektieren seine Sitten. Unsere Bauern arbeiten schwer und bauen mehr an als andere. Doch wir sind auch Meisterkrieger. Unsere Bogenschützen werden von allen bewundert. Kein Pfeil trifft besser als der eines Chozokabe. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen.
Alle werden sich vor dem Chosokabe-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft! Yay! Wunderbar, du kannst mal die Klappe halten. Vor kurzem war unsere Heimatprovinz Tosa unter der Kontrolle des Ichijo-Clans. Wir sind ihre Vasallen. Die schwindende Anzahl der Ichijo in der Provinz und unser wachsender Einfluss ermöglichten uns, die Kontrolle zurückzuerobern. Nun bleibt nur noch, den verbleibenden Ichijo-Widerstand auszulöschen. Da. Ist dies getan, steht der Eroberung Shikokus nichts mehr im Wege. Na, wundervoll. Dann lass uns gleich mal loslegen. Uns hier erledigen. Wir haben eine Mission bekommen. Die bekommt man hier von Zeit zu Zeit. Da geht es meistens darum, irgendwelche Provinzen zu erobern, Generäle auszuschalten. Oder, ja, eigentlich geht es meistens darum, Provinzen zu erobern oder Generäle auszuschalten. Auf verschiedene Arten und Weisen. Aufstand der Shosokabe. Der Ichijo-Clan wurde von unseren Truppen aus unserer Heimatprovinz Tosa vertrieben. Dennoch gibt es noch Widerstand im Westen. Wir müssen uns des Widerstands und damit der Ichijo ein für alle Mal entledigen. Ziele: Schlag die Rebellion in der folgenden Provinz nieder, Tosa. Belohnung: 4 Runden bzw. Jahreszeiten lang 25% mehr generierten Wohlstand aller Gebäude. Wundervoll. Ja, und damit auch schon das erste. Dieses Spiel ist sowohl rundenbasiert als auch Echtzeitstrategie. Es verhält sich folgendermaßen: In Shogun und anderen Reihen der Total War Serie läuft das Hauptgeschehen auf der Kampagnenkarte ab, und zwar rundenbasiert. Man bewegt seine Armeen, baut seine Städte aus und verwaltet Diplomatie und sonst was rundenbasiert. Wenn zwei Armeen aufeinandertreffen, dann wechselt das Ganze in eine Echtzeitschlacht. Und also auf eine Schlachtkarte und wird in Echtzeit ausgetragen, die Schlacht hier mit den verschiedenen Truppen. Das Schöne daran ist, dass halt wirklich sämtliche Truppen einzeln modelliert sind und sich einzeln bewegen und das richtig geil aussieht, wenn so schöne Armeen aufeinander zumarschieren. Jede Provinz, die wir hier haben, hat eine Provinzhauptstadt. Bei uns ist es hier Tosa mit der Schlossstadt Kochi. Dort können wir unser Schloss ausbauen. Zu Anfang haben wir ein Fort, das ist, glaube ich, das kleinste, was man haben kann. Hat eine ziemlich geringe Verteidigung, bringt nur +4 Zufriedenheit in der Provinz. Verbraucht allerdings nur eine Nahrungseinheit, bringt uns eine Rekrutierungskapazität und sowas und nur ein Samurai-Gefolge zur Verteidigung. Wenn man es ausbaut, sieht man hier zu einer Feste zum Beispiel, beschleunigt es zum ersten Mal die Erforschung der Künste, zusätzliche Bauplätze werden freigeschaltet mit jeder Stufe. Verstärkungsrate wird erhöht und nach einer Weile wird auch die Rekrutierungskapazität erhöht und eine neue verteidigende Einheit wird immer wieder zugegeben. Problem ist, dass jede Ausbaustufe eine Nahrungseinheit verbraucht, die wir hinzugewinnen durch den Ausbau unserer Reisfelder. Hier sehen wir, haben wir Reisfelder, die bringen eine Nahrung, die können wir ausbauen zum ersten Mal zur verwässerten Bewässerung. Das stellt dann eine weitere Nahrungseinheit zur Verfügung. Des Weiteren verdienen wir auch noch ein bisschen mehr Geld dadurch. Dann haben wir hier Wege, also das hier ist die Provinzkarte. Also damit bauen wir quasi die Provinz aus. Dann haben wir die Wege, also die Infrastruktur, die auszubauen ist. Hier Wege zu Straßen, zu Poststraßen, zu kaiserlichen Handelsposten. Normalerweise hat man eigentlich nur Straßen bzw. Poststraßen drin. Die erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit aller Einheiten und die Verstärkungsrate in den Provinzen. Dann haben wir in Provinzen, die an der Küste liegen, noch das Küstendorf, das wir ausbauen können zum Hafen, dann zum Handelshafen oder Militärhafen. Und wenn man mit den Europäern handelt, doch zum Namban-Hafen. Denn Namban, so wurden die Europäer damals genannt. Es ermöglicht immer verschiedene Sachen und man kann halt neue Marineeinheiten rekrutieren. Und hier haben wir das Holzfällerlager. Also fast jede Provinz hat eine Besonderheit. Zum Beispiel hier Tosa halt hat als Rohstoff Holz. Also sehr viel Holz, das halt abgebaut werden kann. Hier oben in Sanuki haben wir zum Beispiel Stein, der abgebaut werden kann. Stein wird benötigt für spätere Teile der Schlosskette, wenn ich jetzt mal sagen möchte. Das kann man, also entweder hat man halt eine Provinz, die Stein produziert, dann kann man die ausbauen. Oder man handelt mit einer Fraktion, die Stein hat und importiert dann quasi einen Stein.
Das kann man sich halt aussuchen, wie es ist. Bestens ist es natürlich immer, wenn man die Provinzen hält. Hier in Aua haben wir zum Beispiel Schlachtrösser, die ermöglichen uns verbesserte Kavallerie zu rekrutieren. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man die Gebäude, die man in Provinzen baut, meistens auch an die jeweiligen vorherrschenden Bedingungen anpasst. Hier zum Beispiel in Aki haben wir einen Schrein, also ein besonderes buddhistisches Heiligtum. Das heißt, hier lohnt es sich, wenn man einen Tempel baut, da dort die Mönche, also die Mönche halt verbessert werden und zusätzlich noch die rekrutierten Mönchskrieger besser sind, meistens. Und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Vorteile, die werde ich dann wahrscheinlich noch erklären. Ja. Und dann kann man halt immer, kriegt man halt, wie schon gesagt, mit jeder Baustufe einen weiteren Bauplatz freigeschaltet, in dem man da verschiedene Gebäude bauen kann. Wir haben hier zum Beispiel von Anfang an das Bogen-Dojo, das uns die Rekrutierung von Bogen-Samurai ermöglicht und von Chozokabe Daikus-Samurai, die wir später freischalten, also die man durch DSC freischaltet, und für die brauchen wir noch eine Jagdhütte. Also ein besonderes Gebäude. Ich weiß nicht, ob ich die bauen werde. Jedenfalls weiß ich schon mal, dass wir einmal Bogen Ashigaru und Yari Ashigaru rekrutieren und danach nochmal Bogen Samurai. Die Ashigaru sind die Bauerneinheiten und die Samurai, die kennt man ja, das sind halt die Samurai. Also die Ashigaru sind hier Bauern, schlechte Soldaten, aber sind halt die Grundlage unserer Armee erstmal. Dazu bauen wir einen Hafen und die Wege erstmal aus. Ich finde, es ist sehr wichtig, früh einen Hafen zu bauen, damit man die Handelsposten besetzen kann und sich ein höheres Einkommen sichert. Ja, und ich denke mal, nachdem wir unseren Daimyo, das heißt unsere Fraktionsanführer, in die Armee bewegt haben, greifen wir nun die Ishijo an, um endlich einmal diese verdammten Säcke loszuwerden. Ja, man hatte gerade gesehen, das habe ich leider übersprungen. Man konnte jetzt auswählen, ob man die Schlacht auf dem Schlachtfeld austrägt oder ob man sie automatisch entscheiden lässt. Ich entscheide mich meistens dafür, sie auszuführen, wenn es eine wichtige Schlacht ist, wenn ich zwei Truppen mit einer vollen Armee besiege, dann mache ich es meistens automatisch. Es sei denn, es ist die letzte Provinz des Gegners, dann neige ich oft dazu, die Schlacht doch auszutragen auf dem Schlachtfeld, auch wenn nur noch eine Einheit drin ist. Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, unsere Generäle, die die Armeen anführen, können nach gewonnenen Schlachten, also sammeln nach gewonnenen Schlachten oder insgesamt nach Schlachten Erfahrungspunkte und können damit auch einen Rang aufsteigen. Ab Rang, also Kommandostufe 4, ist es allerdings so, dass ihre Loyalität sinkt, da sie etwas größenwahnsinnig werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Daimyo eigentlich erstmal in der größten Armee hat und mit dem kämpft viel, damit er Ehre sammelt. Und die Ehre verhindert halt, dass, also beugt halt ein wenig vor, dass Generäle abtrünnig werden. So, hier können wir die Wetterbedingungen anpassen, nicht, aber wir können halt warten, da wir Angreifer sind. Wenn uns das Wetter nicht passt, ist es trocken, das heißt, es hat keinerlei Auswirkungen, es kann regnen, dann können wir keine Feuerpfeile abschießen und die Einheiten holen sich langsamer und so weiter. Aber ich denke, mit trockenem Wetter bin ich komplett zufrieden und wir starten die Aufstellung und hören uns die Rede unseres Daimyos an, die doch nicht kommt. Komisch. Na gut, dann nicht. Das ist merkwürdig. Warum kam keine Rede? Ich weiß es nicht. Ja, der Gegner wird wahrscheinlich versuchen, sich auf den Hügel da zu retten. Kann ich nicht verhindern, er wird ja sowieso direkt da starten, aber ich werde vielleicht versuchen, hinterzurennen, indem ich meine Einheiten nicht unten am Hügel postiere, sonst müssen die den ganzen Hügel hochrennen. So, ja, war klar, dass er genau da startet. Da kann man leider nichts gegen machen. Da lohnt es sich eigentlich auch nicht, die Einheiten rennen zu lassen. Die können auch schön gemütlich hintermarschieren. Und wir beschleunigen einfach nur die Schlacht ein bisschen. Ja, keine Chance. Da wäre ich nicht rechtzeitig drauf gekommen. Finde ich ziemlich unfair gerade, aber gut. Kann man nichts machen. Bringen unsere Bogen Ashigaru in Position.
damit sie den Gegner schon mal ein bisschen beschießen, der hier oben auf dem Hügel campt. Und unsere Infanterie macht sich derweil auf, den Gegner einzukesseln, indem wir an verschiedene Enden des Hügels halt rangehen und eine Einheit sogar durch den Wald nach oben schicken, womit der Gegner auch hoffentlich nicht rechnen wird. Auf den beiden anderen Seiten stelle ich einen General mit hin, der die Einheit motivieren kann. So, ein bisschen schneller. Unsere versteckten Verdammt. Einheiten wurden entdeckt, mein Lord. Ja, gut, er war auch ziemlich, sie war noch ziemlich nah dran. Muss man ja mal sagen. Ja, super. Vielleicht hätte ich sie zurückziehen sollen. Jetzt kommt er hier mit seinem General runter. Geprescht, der natürlich einen erheblichen Vorteil hat. Weil... Weil er... Weil er bergab kämpft und du sollst dich zurückziehen, mit dem ich ja General. Denn er wird von Speerträgern angegriffen, was nicht so gut laufen könnte. Und jetzt habe ich... ich passe nicht auf. Ein super Start. Ich bin etwas unkonzentriert. Es ist spät. Es ist wirklich etwas spät. Deswegen müsst ihr mir verzeihen, dass ich so unkonzentriert bin. Aber hat ja alles ganz gut geklappt. Es sind ja jetzt nicht die besten Einheiten, die der Gegner hat. Und wir können unsere Einheiten nach diesem Kampf fortbilden. Ich denke mal, wir lassen unseren General jetzt einfach mal die fliehenden Truppen alle niederreiten. Damit der ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Und... Ja, genau. Schön, alle Einheiten fliehen, das ist gut. Jetzt können wir das Ganze auch etwas schneller fortlaufen lassen. Na komm schon. Einfach nur zusehen, wie sie die Einheiten niederreiten. Und dabei hoffentlich Erfahrung sammeln. Na, steigst du noch einen Rang auf. Ja, Einheiten können auch Ränge aufsteigen. Sehen wir hier zum Beispiel bei diesen Yari-Ashigaru. Die sind jetzt auf Rang 1 aufgestiegen. Das bedeutet, sie bekommen einen Bonus auf Angriff, Verteidigung und Moral. Einen kleinen Bonus, nur aber einen feinen Bonus. Und wenn sie sehr weit aufgestiegen sind, dann ist das echt toll. Weil dann auch so eine kleinen, popeligen Ashigaru etwas leisten können. Natürlich ist es immer besser, eine Samurai-Armee zu unterhalten. Dass Samurai einfach sehr stark sind. Aber ich persönlich bin auch der Freund von großen Ashigaru-Armeen. Einfach weil ich sehr oft auf schnelle Expansion setze. Da kommt man nicht so sehr nach mit dem Bau von Samurai-Einheiten. Und ich habe letztens mal eine Kampagne gemacht mit den Oda. Die Oda sind... der Clan, der die besseren Ashigaru rekrutieren kann. Und mit denen habe ich es so gemacht, dass ich keinerlei militärische Forschung gemacht habe. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. So, der Aufstand wurde niedergeschlagen. Wir haben plus 25% erzeugten Wohlstand. Und ziehen die Armee jetzt hier nach oben. An die Grenze zu unserer Nachbarprovinz Ijo. Und ich zeige euch das nächste, was ich euch noch zeigen wollte, nämlich die Forschung. Hier können wir wählen zwischen dem Bushido. Das ist der Weg des Krieges. Hier sind halt die ganzen Militärtechnologien. Hier Bushido, die erste Forschung, bringt das Moral auf die Einheiten, ermöglicht die Rekrutierung von Katana-Samurai in der Schwertschule. Dann kann man halt zu den Naginata und den Flammenbombern und so weiter. Also man kann hier gut, sehr gut forschen. Und der Weg des Chi. Das sind halt die zivilen Forschungen, würde ich es jetzt mal nennen. Da geht es halt darum, erhöhte Steuereinkommen, verbesserte Tempel und so weiter und überhaupt die Verbesserung unserer Agenten, unserer diplomatischen Beziehungen und so weiter. Ich setze normalerweise auf einen gewissen Ausgleich zwischen allen. Man kann auch nur auf einen Baum gehen. Was ich vor allem beim was sich vor allem als schwierig erweist, wenn man nur Bushido erforscht. Weil man da meistens gar kein Geld hat.
wenn man Nucci erforscht, hat man halt den Nachteil, dass man sehr schlechte Einheiten hat. Mit den Order ist es natürlich dann besser, weil die halt ihre guten Yari Ashigaru haben. Außerdem kann man so lange warten, bis die Gegner in ihren Provinzen Samurai-Gebäude gebaut haben. Da kann man da auch Samurai rekrutieren. Aber jetzt für den Anfang gehe ich mir auf die Kunst des Chi. Das ermöglicht uns eine bessere Besteuerung. Und es ist erstmal wichtig für mich, dass wir die ersten 5 Runden hier, die ist Chi und Todofuken erforschen, um unsere Unterhaltskosten der Armee zu senken. Ja, genau. So, dann ist der Part fast vorbei. Und die erste Runde ist gerade noch vorbei. Noch nicht mal. Ich denke mal, ich mache den etwas länger. Und ist ja der erste Part. Und ja, ne? Ich denke mal, wir können die Runde beenden. Hier sind die anderen Fraktionen allesamt am Zug. Zu viele, um sie alle mitzulesen jetzt. Es sind noch eine Fraktion. Diese einige. Truppen sind ideal, um den Feind vor Beitritt der Schlacht zu dezimieren. Sollten jedoch auf Entfernung gehalten werden, da sie im Nahkampf schwere Verluste erleiden. So kann man es ausdrücken. Yari Ashigaru bieten hervorragende Abwehr gegen feindliche Kavallerieangriffe. Ihre enge Formation macht sie jedoch verwundbar durch Artillerie und geübte Infanterieeinheiten. Ja. Okay, Mission erteilt. Meister des Kyujutsu. Es gibt keine bessere Art, Feinde zu besiegen, als diese einem Pfeilhagel auszusetzen, ehe sie überhaupt angreifen können. Unsere Bogenschützen sind in ihrer Belastbarkeit unerreicht, indem wir ihre Kyujutsu-Fähigkeiten herausbilden, machen wir sie unbesiegbar. Lernt die folgende Kunst zu beherrschen, die Kunst des Bogens. Dadurch bekommen wir eine Einheit Bogen-Samurai der Chosokawe. Das klingt doch mal nicht schlecht. Wir verstärken unsere Armee, mit der wir dann demnächst hier nach Ijo marschieren. Es ist Sommer. Ja, genau. Ach ja, die Runden sind übrigens unterteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und genau. Muss man halt meistens abwarten. Also im Winter ist es schwierig anzugreifen, denn dort erhalten die eigenen Einheiten Verluste, wenn sie sich im feindlichen Gebiet aufhalten. Ansonsten, also deswegen ist es halt besser, wenn man im Winter die Angriffe ruhen lässt und nur Frühling, Sommer und Herbst angreift. In der Erweiterung Vorlauf des Samurai ist das alles noch ein wenig mehr Planung verbunden, denn dort verhält es sich so, dass der Winter 4 Runden lang andauert und das ist ganz schön heftig. Naja, beenden wir die Runde, man kann nicht mehr viel machen. Schau. Schön. Kunst wird beherrscht, die Kunst ist Chi und wir sollen Zen erforschen, aber ich möchte lieber Todofuken helfen. Todofuken oder so auch immer erforschen. Ja, noch möchte ich nebenbei anmerken, dass ich des Japanischen nicht mächtig bin. Und deswegen natürlich auch keinerlei Ahnung habe, wie man jetzt genau diese ganzen Sachen aussprechen soll. Ich habe zwar einen sehr guten Freund, der auch Let's Played, der mir mal gesagt hat, wir können das ja mal zusammen durchgehen, aber der hat natürlich nicht die Zeit, sich mit mir dann auseinanderzusetzen und mir zu erläutern, wie man das alles ausspricht. Die einzige Faustregel, die ich mir von ihm gemerkt habe, ist, dass es im Japanischen keine langen Silben gibt. Deswegen spreche ich jetzt alles total schnell aus. Shosakabe und so. Hoffentlich mache ich das richtig. Ich weiß es nämlich nicht. Hier ist übrigens der Diplomatiebildschirm. Wir kennen momentan nur 3 Clans. Den Clan der Konno im Norden von uns, mit dem wir im Krieg sind. Den Clan der Miyoshi im Osten von uns, beziehungsweise, wenn man jetzt mal den Kopf dreht, ist es, ja, doch so Nordosten von uns. Mit denen handeln wir. Die haben einige Gebiete bereits. Das ist der größte Gegner, den wir quasi haben werden, auch wenn er nichts drauf hat. Und die Sogo, da im Norden der Insel, die das Steingut unterhalten. Mit denen sind wir neutral gestimmt. Sie sind freundlich uns gegenüber. Wir können keinen Handel betreiben, da wir sie nicht erreichen. Sobald wir hier Ijo haben, könnten wir mit ihnen Handel betreiben. Aber unser Ziel ist es ja sowieso, ganz Shikoku einzunehmen. Also werden wir sowieso mit allen Krieg haben.
Ja. Das ist es im Groben. Und ich beende die Runde auch. Was zocken jetzt auf einmal alle hier, während ich aufnehme? Das geht doch nicht. Ei, 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 ei. Dieses schnelle kleine Schiff trägt Bogenschützen, die mit tödlichen Feuerpfeilen bewaffnet sind und feindliche Schiffe in Schutt und Asche legen können. Jupp. Die Bogenkobäuer. Bogensamurai sind starke Krieger, die sich im Nahkampf verteidigen können und brennende Pfeile auf den Feind abschießen. Schön. Sehr schön. Mission erteilt die Eroberung Shikokus. Torsa ist sicher unter unserer Herrschaft. Nun beginnen wir die Eroberung Shikokus. Wir werden alle Provinzen unter dem Shosokabe-Banner vereinen. Die Kona in den Ido-Provinzen rückt bereits vor, indem wir sie zuerst bezwingen. Verhindern wir einen Krieg an zwei Fronten. Die Provinz Awa ist jedoch ein strategisch wichtigeres Ziel, da sie über hohe Gefährte verfügt. Die Entscheidung ist euer, mein Lord. Nehmt eine BD-Provinz ein, ruft zu den Waffen plus 1 Rekrutierungsplatz in allen Provinzen. Das sind halt so normale Missionen, die man hier aufkriegt. Hier haben wir eine Bogenkobaya rekrutiert. Die möchte ich ganz schnell hier runterschicken. Um diesen Handelsposten schon mal zu besetzen, bis wir dann endlich Handelsschiffe haben. Kann das ja dann noch etwas dauern. Wir bauen gleich den Handelshafen weiter aus, damit wir auch bald Handelsschiffe rekrutieren können, um halt Nutzen aus diesen Handelsposten zu schlagen. Und es ist Winter, das heißt, wir können leider nicht vormarschieren. Und deswegen muss ich diese Runde leider beenden. Und es ist so, am Anfang seht ihr hier, sind auch sehr viele Clans da, aber schon in den ersten Runden verringert sich das alles rasend schnell. Hier sehen wir, die Shimazu sind bereits ausgelöscht worden. Da können wir ein kleines Video sehen. Zu den großen Clans gibt es immer eigene Videos. Sehen, der Daimyo bereitet sich auf den rituellen Selbstmord vor und erinnert sich an die letzte Schlacht seines Clans. Die ganze sind gut für die Shimazu aussieht momentan. Also ich meine, wir sehen ja hier die gefürchteten Katana-Samurai der Shimazu metzen die gegnerischen Armeen nieder. Allerdings befinden sich auf dem Rückzug. Was ist denn da los? Da kommen etwas viele Feinde an. Und der Daimyo begeht Seppuku. Das heißt, er rammt sich ein Dolch, glaube ich, in den Leib und verletzt damit, also tötet sich damit quasi selbst und wird danach von einem Ergebenen enthauptet. Das ist eine Tradition der Samurai, um ihre Ehre zu bewahren. Ja, es ist meistens so, dass man sich einem, dass man besiegten Gegner sich nicht selbst vom Leib geschafft hat, sondern einfach angeordnet hat, dass er sich selbst ermorden soll. Was sie dann noch meistens getan haben. Das nächste Schiff schicken wir hier hoch. An die Tsushima-Straße. Damit es da den Handel aufnimmt. Die Bunkobaya hier fährt schon weiter. Ja. Und ich denke mal, wir belagern jetzt Ijo. Und die Belagerung von Ijo werdet ihr dann erst im nächsten Part sehen. Ich hoffe, dieser erste Part hat euch dann soweit gefallen. Es macht mir sehr viel Spaß, dieses Projekt. Und ich hoffe, ihr werdet mir auch weiter dabei zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.